Heute habe ich geballte Season 16 News für euch. Eine Menge, was es zu erzählen gibt. Und ich möchte nebenbei bemerken, Imperial Horror, bekannter Streamer und auch Pro-Player, der durfte Season 16 schon testen und er ist mega begeistert und freut sich ultra auf Season 16. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass das meiste oder vielleicht sogar alles, was ich jetzt hier erzähle, auf jeden Fall so kommen wird. Trotzdem mit Vorsicht genießen, aber es gibt eine Menge geilen Scheiß zu erzählen. Wir fangen direkt aber mit einer schlechten Nachricht an. Wobei ich denke, dass es für die Map World's Edge einen positiven Lauf nehmen wird, weil sich einfach die Menge der Squads besser über die gesamte Map verteilt und es eben nicht so ist, wenn die Flugroute über Fragment West und Ost super läuft, dass dann ungefähr 10, 11, 12 Squads innerhalb von 2, 3 Minuten, nachdem sie das Jump Ship verlassen haben, einfach nicht mehr da sind, weil sie alle draufgegangen sind. Denn dieser Spot soll komplett überarbeitet werden. Ich gehe zwar aktuell davon aus, dass das vielleicht nicht gleich in Season 16 passiert, denn wir wissen ja, wenn eine Map aus der Rotation fliegt, ist es meistens so, eine Season später kommt die Map wieder und sie hat irgendeine Überarbeitung bekommen. Da wir World's Edge aktuell zocken können, gehe ich mal davon aus, dass diese Änderung vielleicht später kommt oder vielleicht im Mid-Season-Update oder. Aber ansonsten denke ich, könnte das sein, dass das vielleicht erst in Season 17 passiert. Das sind auf jeden Fall Leaks. Wir müssen, glaube ich, nicht groß philosophieren, warum es so ist. Ich gehe davon aus, einfach, wie das damals bei Skulltown und Kings Canyon so war, du findest einfach auf den Maps kaum noch Gegner, weil die meisten einfach dorthin fliegen wollen. Es ist nur verständlich, ich finde selber, es macht ultra, ultra Spaß dort zu landen. Aber für die Gesundheit der Map ist es wahrscheinlich besser, wenn genau das passiert. Auch wenn ich verstehe, dass es auf viel, viel negative Kritik treffen wird. Kann ich zu 100% nachvollziehen, aber die Änderung verstehe ich natürlich genauso gut. Jetzt soll etwas in Season 16 kommen, was ich nicht unbedingt für notwendig halte, aber in Verbindung dort könnte es sein, dass wir mit mehr Legenden Änderungen rechnen können, denn die Legendenklassen werden überarbeitet. Es gibt eine neue Legendenklasse, statt 4 sind es dann 5 und die wurden auch so ein bisschen durcheinander gewürfelt, was Sinn macht, aber die Spielweise der Legende sicherlich nicht ändern wird. Es gibt einige Legenden, die sind aus verschiedenen Klassen rausgeflogen, woanders hinzugefügt wurden, aber den genauen 100% Hintergrund, den werden wir wahrscheinlich so schnell nicht erfahren. Wir haben zum einen die Recon-Legenden, die aufklärenden Legenden sind Vantage, Seer, Krypto, Bloodhound sieht man jetzt hier rausgeschnippelt, leider nicht, der sollte aber hier noch dabei sein. Die Logos sind auch ein bisschen anders. Wir haben ganz oben hier, wenn ich jetzt hier mal lang fahre, oh, das macht sich ein bisschen blöd, da siehst du nur Namen ohne Bilder, das sind nochmal andere Klassen, überall wo wir Bilder sehen. Über die spreche ich jetzt. Dann haben wir die Support-Legenden in der Mitte mit der grünen Farbe. Ihr seht diese Logos neben den Köpfen der Legenden, die sehen definitiv anders aus. Die Support-Legenden werden jetzt Gibby, Lifeline, Loba und Newcastle sein. Das heißt, diese vier Legenden profitieren von der blauen Lootbox oder die Lootbinnen, die wir finden mit diesem Extrafach mit den Heil-Items. Alle vier Legenden werden in Zukunft diese Lootbox richtig öffnen können. Dann haben wir die Defensive oder in Season 16 ab sofort dann wohl Kontrollklasse genannt. Caustic, Watson, Rampart, Catalyst sind alles vier Legenden, mit denen man einfach Spots, Häuser sehr, sehr gut halten kann, campen kann und so weiter. Deswegen diese eigene Klasse für diese Legenden. Dann haben wir die Offensiv-Assault-Klasse Bangalore, Revenant, Fuse, Ashmed, Maggie und Ballistic. Die neue Legende voraussichtlich in Season 16. Man munkelt, dass es so sein soll, dass in Season 16 nur die neue Waffe kommt und die neue Legende erst in Season 17. Ich glaube da aber tatsächlich noch nicht dran, weil Respawn gesagt hat, wir sind irgendwann an einem Punkt, aber an diesem Punkt sind wir noch lange nicht, dass wir wahrscheinlich nur noch alle zwei Seasons eine neue Legende bringen. Und dieses Statement ist schon ein paar Monate her, aber noch nicht lang genug her, als dass wir jetzt in Season 16 keine neue Legende bekommen. Aber wir wissen, Respawn EA, da kann sich so einiges ganz, ganz flott ändern. Wir waren stehen geblieben, Bangalore, Revenant, Fuse und Co.
die profitieren von der Lootbox, von der ich letztens erzählt habe, quasi auch ebenfalls ein Extrafach, wo wir Aufsätze für unsere Waffen finden, was ich auf jeden Fall eine mega, mega Änderung finde. Und als letztes eine neue Klasse für Pathfinder, Wraith, Mirage, Octane, Horizon und Valkyrie. Ihr seht zum Beispiel, dass Pathfinder aus der Recon-Legenden-Klasse rausgeflogen ist. Und das ist eine Art Klasse für Charaktere, die eher solo unterwegs sind, Movement-Legenden und so weiter und so fort. Und diese Klasse soll sich Skirmisher-Class auf Englisch, zu Deutsch Geplänkel-Klasse, klingt ein bisschen dämlich, soll aber wohl ungefähr so heißen. Und die sollen ein Gimmick bekommen. Sie sollen vorab schon sehen, was in dem Care-Package drin ist. Finde ich sehr interessant, wie genau das aber abläuft. Ob dieses Care-Package vorher erstmal landen muss, ob man das von der Ferne dann irgendwie anvisiert und man dann sieht, alles klar, diese Waffe ist drin, ähnlich so ein bisschen wie bei Loba. Müssen wir mal abwarten, wie das umgesetzt wird, aber es soll wohl laut Leaks so sein, dass die das vorab schon sehen können. Was ich auch keine schlechte Sache finde. Und dann haben wir etwas, auf was ich sehr, sehr hoffe, natürlich ebenfalls nicht bestätigt. Pathfinder soll endlich nach ewigen Warten eine Art entweder Rework, neue Passive und so weiter und so fort bekommen. Und auch Mirage und angeblich Wraith sollen überarbeitet werden. Ob das hier immer nur ein klitzekleiner Buff oder ein größerer Buff ist oder ein fettes Rework, weil für mich heißt ein Rework einer Legende, sie spielt sich komplett anders, alle Fähigkeiten wurden überarbeitet und unterscheiden sich vom Ursprung deutlich. Das heißt für mich Rework. Wenn ich hier nur ein bisschen an den an den Cooldowns von von Wraith zum Beispiel arbeite, ist das für mich kein Rework. Aber Wraith soll auf jeden Fall gebufft werden. Mirage soll einen Buff bekommen. Und bei Pathfinder hieß es wohl angeblich ein Rework. Aber ich bin da mal noch vorsichtig. Aber Pathfinder wartet schon lange auf eine neue passive Fähigkeit, weil es andere Legenden gibt, die denselben Spaß machen können, nämlich den Must-Scan, um die nächste Zone zu sehen. Das Einzige, wovon er profitiert bis jetzt immer, das 10% weniger Cooldown auf seine Zipline. Und wenn du den Mast gescannt hast, war die Zipline sofort voll. Was jetzt aber nicht der Mega-Reißer für so eine Movement-Legende ist, das muss man mal ehrlicherweise so sagen. Leute, ich bin auf euer Feedback gespannt. Ich finde auf jeden Fall, dass Season 16 schon mal zumindest von den Informationen, die wir bis jetzt hatten, über das, was ich so berichtet habe in den letzten Tagen, macht schon mal Bock auf die neue Season. Ich möchte jetzt nicht von Hype reden, weil da muss noch eine Menge passieren, bis wir richtig im Hype sind. Aber wenn Imperial Hall schon sagt, Mensch, Season 16 wird bestimmt mega, mega geil, er freut sich drauf, dann glaube ich auch, dass da eine Menge dran ist. Wir können jetzt nur noch drauf hoffen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest, wenn wir uns vorher nicht nochmal sehen sollten. Und für alle, die Bock haben, eventuell am ersten Weihnachtsfeiertag ab 19 Uhr ungefähr gibt es einen Ranked-Stream auf Twitch, so gegen 19 Uhr mit Schweini. Lassen wir uns mal überraschen, ob das klappt. Ich wünsche euch, wie gesagt, frohe Weihnachten. Und ja, wir hören uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.